des Venetia. Ich stehe träumend an dir so nah. Du holde Zauberin, spiel mit den Herzen, so nimm sie hin, die Schmerzen seien dir verziehen. Aber um Gottes Willen. Denkt ihr, ich habe in dem einen Jahr, wo ich nicht bei euch war, alles vergessen, was? Oh, komm mal, Dinger, das haben wir doch schon 50 Mal zusammengespielt. Ist ja meine Rede, Müller. Rivedacci. Die Mahlzeit. Sag ich dir ja nicht. Wir haben ja außerdem noch eine Probe in Kostüm und Maske. Generalprobe. Sowieso. Rivedacci, meine Herren. Rivedacci. Meine Herren, wir gehen weiter mit dem Pausenballett. Heimes! Ach, Anita, da bist du ja. Bist du wieder blond geworden, Jenny? Sind wir uns lassen? Aber natürlich, in Venice. Wie geht's denn? Gut, was? Voll! Ah, Direttore, Tag, Olli. Was machen wir denn Karten? Das habe ich gewusst, dass er das zuerst fragen würde. Nee, mein Lieber, Karten ist nicht. Ach, alles ausverkauft. Tatsächlich? Seit drei Tagen alle drei Gastspiele ausverkauft. Ja, aber doch eine glänzende Idee von mir, was? Wieso von dir? Ist die Idee ist von dir? Na, von wem denn sonst? Ich kann doch bloß von einem Tenor sein, was? Er hat seine privaten Gründe dabei. Ruhig, Direttore. Inspektion. Mahlzeit. Wiedersehen. Na, Olli, wie ist denn? So ein bisschen romantische Stimmung aufgekommen in Venedig? Ach, weißt du, Liebling, wenn man so wie ich viermal verheiratet war, dann vergeht einem die Romantik. Ja, vielleicht wird sie hier einen fünften. Es sollen schon Wunder geschehen sein. Ja, meinst du? Ach, das wäre schön. Übrigens, das erste Wunder habe ich ja schon hinter mir. Ah. Ich war ja baff, dass du wieder in unserem Ensemble bist. Freust dich? Ja. Ja? Also, Weber wird das allen Wolken fallen, wenn sie dich morgen plötzlich auf der Generalprobe erblickt. Da wollen wir sehen. Da guck mal, wie verliebt ihr euch da anlächelt. Doch alles Theater. Ach, es war nicht immer Theater, mein Liebling. Nicht immer? Nein. Ja, ja. Bist du auch in Hotel Venezia abgestiegen? Na, natürlich, ja, ja. Ja, Wilma hat auch dort Zimmer bestellt. Na, mich stört sie nicht. Nein, aber nein. Vielleicht störst du sie. Warum? Sie erwartet nämlich dort jemanden. Ach, und da glaubst du, störe ich? Na, man kann nicht wissen. So, hier ist wohl am kühlsten. Was ist denn bloß mit Ihnen los, Herr Doktor? Unsere Verhandlungen sind auf einem toten Punkt angelangt, der Chef ist schlechter Laune und Sie trällern und singen den ganzen Tag. So, tja, na, Frau Köberl, es gibt so Augenblicke im menschlichen Leben, wo man eben alle geschäftlichen Sorgen einfach vergisst, ne? Da kann es nur um Liebe handeln, wollen Sie bitte unterschreiben? Ach, das merkt man wohl schon, na, da muss ich mich ja wohl entschieden mehr zusammennehmen. Ist doch ein ganz natürlicher Zustand. So, na, dann macht sie vor allen Dingen mal Schluss für heute. Ach. Nee, nee. Sonst kommen Sie wieder an Ihren freien Abend. Und wenn der Chef plötzlich heute Abend auftaucht? Ach, der taucht ja nicht auf. Der sitzt ja Gott sei Dank da draußen auf seiner Fischerinsel und angelt sich seine Sorgen weg. Ich will dir gehören für eine Nacht. Ohne viel Bedenken will ich dich. Etwas mehr Gefühl, Wilma. Der lacht mir wieder zu. Außerdem stimmt's ja gar nicht. Auf die Platte hat gesprungen. Hey, Nina. Prego. Nina, un momento, prego. Questa numera è il camera la doctor Roll. Also Sie haben verstanden, Herr Oma, ein Tisch für zwei Personen im Speisesaal, wenn möglich etwas abseits. Sagen wir um, Moment, wann kommt denn eigentlich dazu? Richtig, 8.10 Uhr. Also sagen wir um 10 Uhr. Ja, und nun das Souper. Was können Sie mir da vorschlagen? Weinbergschnecken. Ja, ist gut. Könnte man nehmen, warum nicht? Ja. Also lesen Sie das ganze Souper bitte noch einmal vor, ja?
Naja, ich weiß. Das erste kenne ich ja. Weinbergschnecken, ja. Keine Weinbergschnecken. Kommst du auf sowas? Schreiben Sie alles, Herr Ober? Bis auf den Tisch. Der bleibt natürlich. Das ist doch für immer gar nicht Weinbergschnecken. Gerne, den stellen Sie nicht abseits, sondern in die Mitte des Saales. Die Dame wünscht doch keine Weinbergschnecken gesehen zu werden, Herr Ober. Ja, Moment mal, Herr Ober. Lassen Sie sich hier nicht verwirren, ja? Ich rufe nachher wieder an. Sag mal, du bist wohl völlig wahnsinnig geworden. Warum denn? Was machst du denn in Venedig? Ich denke, du bist auf einer Auslandstournee. Da ist doch Italien. Italien? So? Ach so, nein, natürlich, ja. Na also, ich sag mal, weißt du denn das, Wilma? Was denn, dass ich wieder ihr Partner bin? Ja? Nein. Aber Mensch, es gibt doch eine Katastrophe. Warum denn? Wir können doch sehr gute Kameraden sein, auch wenn du sie jetzt mal heiratest. Heiraten? Wieso? Ich? Ach so, natürlich, ja. Du findest das richtig, was? Absolut, ja. Nein, ich meine, findest du das in Ordnung? Freue mich für euch. Nein, was hat das mit euch zu tun? Ich meine, du findest es in Ordnung, du kommst hier rein, willst dann das Zimmer, nimmst mir das Telefon aus der Hand und bestellst mir meine Weinbergschnecken ab, was? Mein guter Junge, du kannst mir doch nur dankbar sein, wenn ich dir hin und wieder mal einen guten Rat gebe. Nicht wahr? Ich weiß zum Beispiel, dass Wilma nach Weinbergschnecken nachts nicht schlafen kann. Ach, das wünsche ich ja gar nicht so genau zu wissen. Du wirst schon andere Gründe gehabt haben, wenn Wilma früher als deine Frau schlaflose Nächte hatte. Das wollen wir hoffen. Deine unnützen Bemerkungen sind völlig fehl am Platz. Ja, meine Bemerkungen und ich offenbar auch. Jetzt bin ich hier und wir gastieren und du freust dich nicht einmal. Ach Quatsch, natürlich freue ich mich. Tag. Also, Tag. Wie geht's denn? Ausgezeichnet. Hier. Danke, gut. Geht. Oder geht's denn? Sag mal, wie lange haben wir uns eigentlich nicht gesehen? Na, das muss gewesen sein im Jahre 1900 und, ja, im Kölner Raskeller. Ja. Bei meinem Eifern in die Wiener Werke. Ja, ja. Nee, ist doch die falsche Mappe. Registrierst du immer noch alles? Na klar. Zeig mal her. Nee, nee, lass mal. Sind auch die Briefe von Wilma dran. Die lochst du auch? Selbstverständlich. Oh. Oder bist du mir für rosa Bändchen? Nee, weißt du, Ordnung muss sein. Oh, rote Rosen. Ist die Rechnung dafür auch schon drin? Ja, natürlich. Rote Rosen. Wilma liebt ja eigentlich Nelken, aber wenn sie nichts anderes hat. Na, Wilma wird eben das lieben, was ich ihr schenke. Hoffentlich. Ach, sag mal, dieses gemeinsame Gastspiel, musste das eigentlich sein? Ja, mein guter Junge, das musste sein. Sieh mal, wir Künstler sind doch eigentlich irgendwie Sklaven unseres Berufes, nicht wahr? Und da darf die Liebe dann gar keine Rolle spielen. Naja, das sehe ich ja ein. Hast du dir eigentlich diese Heirat reiflich überlegt? Sieh mal, ich spreche doch als erfahrener Mann zu dir, der schon eine Ehe hinter sich hat, nicht? Ah, du vergisst aber, dass ich aus deinen Fehlern gelernt habe, wie man es nicht machen soll, ne? Oh. Nach den Enttäuschungen, die Wilma leider Gottes ja schon mit dir erlebt hat, entschuldige, aber ich muss dir das ja mal sagen. Macht nichts, macht nichts. Bin ja Kummer gerührt. Also bitte, kannst du denn nicht einmal ernst bleiben? So war ich denn stehen geblieben? Bei meiner Frau. Wieso? Das ist doch gar nicht mehr deine Frau. Deshalb kann ich doch mal bei ihr stehen bleiben. Naja, ist ja, also... Entschuldige, wenn das soll nicht mehr vorkommen. Ach so, ja, also nach den Enttäuschungen, die Wilma jedenfalls mit dir erlebt hat, will sie diesmal die Gewissheit haben, dass der Mann, dem sie ihre Liebe schenkt, in allem, verstehst du? In allem, auch im Charakter, ihrem Ideal entspricht. So, naja. Wenn ich dich also recht verstanden habe, dann benutzt ihr euren Aufenthalt hier so als eine Art Probe. Mhm, kann man so nennen. Ich jedenfalls wäre zu jeder Prüfung bereit, das habe ich ihr auch geschrieben. Na und? Was? Die Antwort? Hier. Schon da. Was denn? Eine Platte? Ja. Oh, die sind. Ich will dir gehören. Gesungen von Wilma Berner. Zapart. Die habe ich auch. Von ihr? Nee, aus dem Laden. Mhm. Schade, dass du so unmusikalisch bist. Ach, lass mal. Grammophon spiele ich schon ganz gut. Per Dio, che musica! Tutti i giorni la stessa storia. Piero, la porta! Nino, te l'ho già detto 100.000 volte. Mettiti davanti quella porta, una volta per sempre. Hai capito? Sì, va bene. Buongiorno. È un momento. Buongiorno, signore. Vorrei una stanza. Prego, bitte, signore. Signorina, deve essere tedesca. Vuole una stanza. E bitte, signorina, ich spreche in Deutsch. Das ist aber großartig. Signorina wünschen ein Zimmer. Ja. Haben Signorina sich angemeldet? Ja, es ist, glaube ich, nämlich... Annemarie Pless aus München. Moment. Che stanza desidera, signorina? Was sollen für ein Zimmer sein, signorina? Primo, secondo piano? Nein, piano. Im ersten Stock 60 Lire, im zweiten Stock 40 Lire. Und im fünften Stock ist gar nichts frei. Bedauere, leider, wir haben hier nur zwei Stocke. Das ist aber sehr schade. Oh, vado alla casa. Okay. Signorina, aber ich kann nicht finden hier. Wo sind denn, signorina, angemeldet? Hier, ich bin nämlich... Signorina, haben im Wettbewerb der Compagnia Italiana Grandi Alberghi... Ja, da habe ich den ersten Preis gewonnen. 14 Tage in Venedig. Gratuliere, Signorina. Danke. Ospiti di Grandi Alberghi. Signorina, Zimmer ist selbstverständlich reserviert. Danke. Allem, was dazu gehört. Verpflegung, Ausflüge, alles für Signorina. Nein, das alles inklusive. Ach, Kinder, das zum Juchzen. Bitte? Na, ich meine, zum Juchzen ist. Verzeihen, ich spreche sehr gut Deutsch, aber was ist Juchzen? Ja, das kann man eigentlich gar nicht übersetzen. Ich meine, das ist so, wenn man, also, ja, wenn man Juhu schreiben möchte. Ah, ja. Verstehen. Juhu. Ja, ja. Danke. Man lernt immer noch. Ja, ja. Darf ich bitten jetzt? Ja, bitte schön. Könnte ich Sie? Prägnet, ja. Übrigens, wir erwarten heute hier auch zweite Preisträger. Er wohnt auch im Hotel? Herr Buchhalter Schmitz aus Köln. Das ist ja großartig.
Was ist denn da draußen für Musik? Das Serenade, Serena, in Canal Grande. Hast du gesehen? Nee, wo? So vergnügt, was? Ja, na, ich sehe aus, er will mal keine andere Frau. Da versäumst du viel, mein Junge. Ja, ist möglich, aber man muss auch verzichten können, wenn man etwas Wesentliches gewinnen will, ne? Ach ja, du bist ja im Gewinn. Wie kannst du Wilma überhaupt mit dieser Frau vergleichen? Du hast ja so doch gesehen. Natürlich, flüchtig. Professione? Beruf. Ach ja. Nee, jetzt habe ich keinen Beruf, jetzt habe ich Ferien, Gott sei Dank. Aber Signorina arbeitet. Aber natürlich, Fräulein. Wie heißt es denn? Nina, Frau Signorina. Natürlich arbeite ich, Fräulein Nina. Jeden Tag 8 Stunden, immer so. Oh, Signorina spielt Piano. Sie sind Künstlerin. Nicht direkt. Obwohl 207 in der Minute ist schließlich auch eine Kunst. Was ist denn das? Oh, ist das schön. Was siehst du eigentlich fortwährend nach der Uhr? Willst du etwa schon gehen? Kannst doch nicht eine Stunde am Bahnhof stehen. Naja, aber wenn du... Komm, trinken wir erstmal, komm. Prost. Prost. Beruhig dich. Wenn aber der Zug früher ankommt, was dann? Ein Zug mit dem Wilma fährt, der kommt nie früher an. Herr Doktor, Herr Direktor, Wienern möchte Sie sprechen. Ach du Schreck, ich denke, der alte Angel, in welcher Kabine denn? Nicht am Telefon, hier am Fahrstuhl. Na, wo bleibt denn der Fahrstuhl? Un momento. Un momento. Ich bin überrascht, Herr Direktor, Sie wollten, dass es übermorgen mal ankommt. Ach, es ist ja so miserables Wetter, den ganzen Tag Sonne, kein Schwanz hat angebissen. Ich bin hundemüde. Ja, ja, natürlich. Hier ist Doris Smith, die Colonia. Guten Abend. Seit wann ist denn der Schmitz hier im Hotel? Das weiß ich auch nicht. Na, der hat mir gerade noch gefehlt. Schicken Sie mal Ihre Sekretärin drauf. Ja, ich habe doch mal wichtige Briefe zu diktieren. Ja, Herr Direktor, entschuldigen Sie, aber die ist doch gar nicht mehr da. Wissen Sie, wie lange Direktor Wien hat noch in Venedig bleibt? Ja, vielleicht eine Woche, ich glaube. Was ja, gar nicht. Na ja, gerade noch gefehlt. Warum bist du so verdattert? Mensch, das Kind, jetzt will der Alte die Sekretärin haben und ich habe die Köbele doch weggeschickt. Oder sagst du ihm doch? Was soll ich ihm sagen? Dass du sie weggeschickt hast. Ach, wie kann ich denn das ja sowieso schon so wütend, dass dieser alte Schmitz ist ihm ausgerechnet noch über den Weg gelaufen. Ach, der auch? Wer ist denn das Schmitz? Konkurrenz, das rote Tuch für den Alten. Wie spät ist denn eigentlich? Donnerwetter nochmal, 40 Minuten kommt ja schon der Zug. Ich muss unbedingt sehen, ob ich noch irgendwo eine Sekretärin auftreibe. Lass doch die Blumen so lange hier. Ja, kann ich hier lassen. Die Gondel brauche ich ja auch noch. Das ist aber wirklich sehr schade, dass ich meine kleine Erika nicht mitgenommen habe. Wenn Signorina Markin wollen, eine Brief ist, schreibe die Maschine da. Für Gäste. Na, das ist ja großartig. Und wo ist das? Im Schreibezimmer. Und wo ist das Schreibezimmer? Adestra. Ah, wo? Rechts, Signorina. Was heißt links? A sinistra. Hm, adestra, a sinistra. Ins neu? Bist du denn neu? Ach so, ja, ich bin erst seit heute hier. Ach, komisch. Hat mir der Doktor ja nichts von gesagt. Was scheint denn da so Wichtiges? Wieso, ein Brief? So, an wen? Na, erlauben Sie mal. Ist doch wirklich meine private Angelegenheit. So? Na schön, ja. Na, dann beeilen Sie sich mal ein bisschen, Fräulein. Ja, ich habe Ihnen noch was Dringendes zu diktieren, ne? Na also. Überlein, Gott sei Dank, dass Sie endlich da. Oh, entschuldigen Sie, ich bin hier wohl nicht verbrüstet. Doch, natürlich, ja. Entschuldigen Sie.
Was machen Sie denn hier? Also jetzt wird man's aber wirklich zu bunt. Das sind ja reichlich merkwürdige Gäste hier. Ich habe mir das Schreibzimmer eines Hotels auch etwas ruhiger vorgestellt. Ach, Schreibzimmer? Wieso Schreibzimmer? Entschuldigen Sie, mein Freund, das ist das Vorzimmer meines Chefs. Das ist Herrn Direktor Wienand. Wienand Parfümeriefabrik in Köln. Ach du lieber Gott, jetzt bin ich doch falsch gegangen. Dann war der alte Herr vorhin wohl Ihr Chef. Ja, das weiß ich nicht, aber wer soll es denn sonst gewesen sein? Warum hat mich der so komisch gefragt? Hat mich für eine neue Sekretärin gehalten? Das wäre ja schrecklich. So, erlauben Sie mal. Ich meine, ich kenne ja Ihre Sekretärinnen nicht, aber so schrecklich. Nein, das heißt, so schrecklich habe ich das auch gar nicht gemeint. Gegenteil, ich wäre entzückt. Gestatten Sie, Roll. Dr. Nikolaus Roll. Sehr angenehm. Ja. Wie kann Herr Wienand Sie nur für eine Sekretärin halten? Hat eben gar keine Menschenkenntnis. Ja, nicht wahr? Ja. Wie kann er nur? Ja. Darf ich in seinem Namen um Entschuldigung bitten? Aber bitte, das war doch mein Irrtum. Ich habe doch die Zimmer verwechselt. Ja, ja, natürlich. Das kann ja vorkommen. Ne? Ja, die Sache ist nämlich die eigentliche Sekretärin ist nämlich beim Angeln. Ach, Unsinn, die kann ja gar nicht angeln. Der Herr Wienand, der angelt. Ich bin schon ganz verwirrt. Mhm. Ja, und da nun bei ihm nichts angebissen hat, will er durchaus diktieren und dabei kommt auch in 18 Minuten der Zug. Mhm. Was für ein Zug denn? Ach, das wird Sie gar nicht interessieren, gnädiges Fräulein. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich mich Ihnen auch nur einigermaßen verständlich machen kann. Weil so viel ich begriffen habe, brauchen Sie dringend eine Sekretärin. Ja, ja. Wenn ich Ihnen aushelfen kann? Nein, nein, nein. Darf ich bitten, Fräulein? Das ist doch nicht möglich. Aber willst du doch Spaß machen? Sind Sie mit Ihrem Brief noch endlich fertig? Wie heißen Sie übrigens? Annemarie Plett. So, dann kommt von der Platz. Ja, aber das... Ja, danke doch. Ich brauche Sie nicht. Warten Sie hier. Ja, was ist denn nun schon wieder? Eine Empfehlung von Herrn Kammersänger Lawrence. Ja? Herr Kammersänger, lass sagen, dass er für den Nordpol zum Bahnhof gefahren ist, da es ja zu spät sein soll. Ist schon. Heiß ist das in Venedig. Ja, schön heiß. Nee, bloß heiß, nicht schön. Macht mich ganz müde. Ich bin ganz schlapp. Soll ich das hier weiterschreiben? Nee, nehmen Sie es mal raus. Ich stehe noch hier am auf. Schreiben Sie an, Herrn... Theodor Höfelmann, V. Höfelmann, Köln am Rhein, unter fetten Hennen, 17. Ach, haben Sie das? Ja. Mein lieber Dörres. Mein lieber wie? Dörres. Achso, D-Ö-R-E-S. Dörres, das haben wir für Theodor, ne? Mein lieber Dörres, sei mal so nett und zieh in das Geschäft für Angelgeräte auf dem Heumarkt, Gedankenstrich. Ich glaube, die Leute heißen Klömperkamp, Gedankenstrich. Und gib denen mal ganz gehörig Zunder. Die Dösköpfe haben mir nämlich Angelhaken für Karpfen eingepackt. Haben Sie das? Ja, bitte. Und es ist so heiß, also ich kann keine Gedanken fassen. Ich bin müde, ich könnte ihm stehen, könnte ich einschlafen. Das, was haben wir gesagt? Karpfen eingepackt. Was, Karpfen eingepackt? Ach so, für Karpfen eingepackt, ja. Glauben die denn, ich könnte in der Adria Tintenfische mit Angelhaken für Karpfen fangen? Ist ja lächerlich, so lange zu diktieren. Ausdruck gab unser Herr. Wir sind geschieden. Merkt ihr das? Okay, Frau, er kommt direkt auf uns zu. Ja, prima, pünktlich auf die Minute. Herzlich willkommen in Venedig. Danke, aber was veranlasst gerade dich, hier als Empfangsherr aufzutreten? Na, wir spielen doch zusammen, weißt du das gar nicht? Was? Ach, das weißt du gar nicht? Keine Ahnung. Na wunderbar, das war die nächste Überraschung für dich, nicht wahr? Ich bin das herrlich, dass wir uns ausgerechnet hier in Venedig wieder treffen. Nee, was? Ach, und das ist ein Mädchen. Mädchen, Kinder. Jetzt sind wir alle wieder zusammen, nicht wahr? Ja, endlich, ja. Herr Kammersänger. Ja, und wie du ausschaust, war herrlich wieder junge Tag. Na, du hast wohl ein vom Gram gebeugtes Mütterchen erwartet. Nee, das nicht, aber suchst du jemanden? Ach ja, richtig, Niki. Niki ist ganz anders vergessen. Niki ist geschäftlich behindert und ich bin sozusagen der Ersatzmann. Auf den Ersatz hätte ich leicht verzichten können. Was sagt das nicht? Besser der geschiedene Mann ist am Bahnhof als gar keiner, oder? Zwischen wir und gar keinem Mann ist nicht großer Unterschied. Thank you.
eigentlich eine reizvolle Situation, nicht wahr? Findest du? Ja, ist nur ein Glück, dass wir nicht auch unsere Flitterwochen hier verlebt haben. Warum? Wegen Erinnerungen. Hast du welche? Ich nicht. Schade. Erinnerungen machen nur schwach. Ich liebe Erinnerungen. Wenn ich zum Beispiel so an unsere Ehe zurückdenke, war doch manchmal sehr schön, nicht wahr? Jeden Abend warst du böse mit mir. Na, das ist auch übertrieben. Ich meine, auf der Bühne, Mensch. Da ist doch im zweiten Akt immer die Sängerin mit dem Tenor böse. In der Operette natürlich nicht. Auch schon, damit nachher eine Versöhnung stattfinden kann. Ja, in der Operette. Ja, natürlich in der Operette. Herrlich, diese Nelken. Zu lieb von Niki. Da muss ich dich leider enttäuschen, die sind von mir. Niki wird dir Rosen auf den Weg streuen. Habe ich schon was diktiert? Ja? Oh ja, soll ich bitte vorlesen? Ach, nee, lassen Sie mal, ich kann das nicht. Ich bin so müde. Hitze, das macht mich... Ach, entschuldigen Sie bitte, dass ich hier jeden war, so ein kleines ja, Nickerchen. Gute Nacht, geht. Auf Wiedersehen, Fräulein. Pless. Die kindlichsten Ideen und benimmt sich dann wie ein dummer Junge. Ein Mann, bei dem nicht hin und wieder der Lausejunge zum Vorschein kommt, ist dann überhaupt kein richtiger Mann. Ja, das ist ja sogar historisch. So? Doch, es gibt viele Männer, große Männer, die oft mit den Puppen ihrer Kinder gespielt haben. Ach, Frau Laplace, nur einen Moment, ja. Ja, bitte. Sagen Sie mal, ich kann mich auf Ihre Diskretion verlassen von Ihnen. Ne? Also, danke, Frau Laplace. Sie haben wirklich viel Freude gemacht. Das Diktieren war direkt ein Vergnügen. Also, an Ihnen ruht, schlafen Sie gut. Also, in eine Situation habe ich Sie da gebracht. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Oh, ich habe mich ja weiter gar nicht angestrengt. Aber so viele Rosen, das wäre doch wirklich nicht nötig. Nee, das war es ja auch nicht. Ich meine, Gegenteil, es sind ja noch viel zu wenig. Ja. Sagen Sie, was hat er Ihnen denn eigentlich so lange diktiert? Ja, sehen Sie, Herr Doktor, das darf eine gute Privatsekretärin leider nicht sagen. Aber bitte, ich will Sie auch gar nicht dazu verleiten. Es ist jedenfalls sehr schade, dass Ihre Tätigkeit als Sekretärin bei uns schon zu Ende ist. Aber ich danke Ihnen nochmals herzlich. Oh, bitte. Wenn ich wieder mal ein Gastspiel bei Ihnen geben soll, Katja, genügt. Ich komme sofort ins Haus. Ach, lassen Sie doch bitte mal ein paar Stunden runterkommen, nicht wahr? Schon unter dich, Herr Kammersänger. Weißt du, was mich am meisten wundert, dass Niki gar nicht da ist. Ich habe das nichts zu tun. Ich habe gedacht, der will ich hier mit wildklopfendem Herzen sehnsüchtiger wach. Ach, Niki ist bei mir immer entschuldigt. Der wird eben noch zu tun haben, ne? Also auf Wiederschauen, gnädiges Fräulein. Auf Wiedersehen. Und nochmals, tausend Dank. Ich werde Ihnen das nie vergessen. Das war mir ein Vergnügen, ja, wirklich. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wilma, du bist schon da. Ja, bin ich zu früh da? Aber nein, ich war schon ganz verzweifelt, dass ich nicht zum Bahnhof kommen konnte. Aber du verstehst, wie viel Arbeit mein Chef... Er hat eben sehr in Anspruch genommen, was denn alles noch hinzukommt, nicht wahr? Aber wieso denn? Jetzt bin ich absolut frei. Ich bin aber leider sehr müde. Ach, das tut mir aber leid. Ich hatte schon ein nettes kleines Souper für uns beide vorbereitet. Na, vielleicht morgen mit dir? Ach, Verzeihung bitte. Jetzt habe ich doch meinen Brief bei Ihrem Chef oben im Zimmer liegen lassen. Aber, gnädiges Fräulein, das macht ja gar nichts. Ich werde es selbstverständlich sofort erledigen. Ach, das ist sehr nett. Bitte sehr, darf ich bekannt machen? Das ist doch der Kammersänger Lauren. Sie, Signora, ihr singt hier. Wir haben gerade deutsche Operettengastespiele. Hast du gehört, er singt hier? Wir werden doch hingehen, Schatz. Bedauere, Signora, aber leider alles schon ausverkauft. Ich habe aber Glück gehabt, dass Fräulein Pless sich in der Tür geirrt hat. Ja, unverschämt, das wirklich. Weil am Morgen mache ich ja meine Tür ein Schild. Schreibzimmer. Es ist aber zu spät, jetzt weiß ich ja leider, wo das Richtige ist. Schade. Aber ich möchte nicht länger stören. Wiedersehen, ihr Frau. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Zu früh gefreut, Peter. Bei Niki sind solche Sachen im harmlos. Ja, bei Nick ist alles harmlos. Komm mal her, du Musterknabe. Wir wollen uns jetzt gemeinsam über dein Souper hermachen. Wiedersehen. Wilma ist nämlich müde. Was? Ich bin müde? Wer sagt denn, dass ich müde bin? Ich denke nicht dran, auf mein Souper mit Niki zu verzichten. Bis gleich, Niki. Ich freue mich, Wilma, ja? Und danke, Peter. Du warst ein ausgezeichneter Fremdenführer. Siehst du? Schieß dir ganz recht, das ist die Strafe, du. Bist du mir etwa noch Trinkgeld geben? Nein, kein Trinkgeld, nur deine Auslage. Das wird verrückt geworden. So, na dann nicht. Dann vielen Dank für die Blumen. Ach, ich muss ja übrigens eine neue besorgen, Herr Wilma. Du hast für die anderen ja vorzeitig eine bessere Verwendung gefunden. Ach Gott, das hat sich so ergeben. Jedenfalls muss ich neue Rosen besorgen. Nee, keine Nicken. Bei mir Rosen. Und dann vergiss nicht, die Rechnung zu lochen und einzuspannen. Kannst ja drüber schreiben, zweite Lieferung. Aber nicht doch, Peter, die werde ich doch nicht mehr einlochen. Ich werde mir auf deine Anregung hin eine venezianische Kassette besorgen. Elfenbein mit goldenen Herzchen. Ahoi.
ich werde Ihnen den Tisch auf die Dauer des Aufenthaltes reservieren. Dankeschön, das ist sehr lieb. Wo ist der Tisch für Herrn Schmitz? Bitte hier. Ach bitte, Herr Ober, handelt es sich um einen Herrn Schmitz aus Köln? Jawohl, aus Köln. Dankeschön. Bitte sehr. Ah. Darf ich notieren? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es zieht hier. Ich gehe an einen anderen Tisch. Aber wieso? Ich hatte doch eigentlich einen Platz mitten im Saal bestellt. Aha. Der Platz ist doch sehr schön. Man sieht alles. Und wird gesehen. Ja. Herr Ober. Oh, Rosen. Von mir. Dondola, dolcemente dondola, fa che nina la possa dormire. Hallo, hallo Peter, hallo. Was gibt's? Was machst du denn hier so ganz allein in der Bar? In dem Speisesaal sind lauter schöne Frauen. Und denkst du vielleicht hier wird keine? Ach was, komm doch zu uns heraus. Das ganze Ensemble gondelt hier herum. Der Alte hat einen Bariton entdeckt, eine Stimme, sage ich dir. Also Naturtalent. Gondola, dolcemente gondola, poverino, la posta dormir. Oh, te comprerò un bel pelsenau, come premio del tuo buon servir. Sind Sie frei? Ja. Ach, entschuldigen Sie. Guten Abend. Guten Abend. Aber bitte, Herr Kammersänger, aber nehmen Sie es nur. Sind Sie allein? Ja, warum? Ich meine, das ist ja auf die Dauer für Venedig ein unhaltbarer Zustand. Dürfte ich Sie einladen, würden Sie ein Stündchen mit mir fahren? Ach, so. In der Gondel haben ohnehin zwei Personen Platz. Sie müssen aber unbedingt zu unserem Gastspiel kommen. Sie müssen doch auch unsere Musik kennenlernen. Oh, die Musik, ich kenne sehr gut. Das ist doch... In die Gonde, mein Lieber, steige nur rein. Allzu lang, so war ich trauer, so ganz allein. Hab ich an Bord, diesen Stoße, ich freilich verlang. Singt und singt. Morgen ist er wieder heiser. Oh,
Armer Mensch. Ich kenne doch seinen Katzenjammer nach solchen Abenteuern. Wieso? Findest du es vielleicht richtig, dass er diesem Mädel den Kopf verdreht? Entschuldige, liebe Wilma, aber ich glaube nicht, dass Fräulein Pless sich so leicht den Kopf verdrehen lässt. Ach, das glaubst du nicht? Ja. Du bist ja naiv. Denn da hier nicht kommen Sie, wir müssen sofort ins Hotel zurück. Andiamo, Sie werden sich einen furchtbaren Schnupfen holen. Glauben Sie mir, die Nächte in Venedig sind gefährlich. Bitte, können Sie mir sagen, ob Frau Berners so auf Ihrem Zimmer ist? Die gnädige Frau, ich glaube, ist schon zur Ruhe gegangen. Dann verbinden Sie mich bitte mal mit Herrn Dr. Roy. Momento. Luogo di provenienza? Porto da 25. Herr Dr. Roll ist anscheinend nicht im Zimmer. Ist nicht im Zimmer. Das ist unterschreiben. Entschuldigen Sie, das ist mein Hut. Ach, entschuldigen Sie bitte, ja. Dann habe ich meinen wahrscheinlich noch in der Garderobe. Guten Abend. Dr. Roll, bitte. Noch nicht auf seinem Zimmer. Danke. Räumst du hier auf, was? Vicky. Entschuldige, aber ich habe dreimal geklopft. Das macht doch nichts. Du kannst klopfen, mein Junge. Wenn du mal klopfen willst, klopfst du ruhig. Ich freue mich, dass du da bist, Mann. Der Portier hat mir gesagt, du hättest nach mir gefragt. Immer, ich frage immer erstmal, wenn ich komme, frage ich nach dir. Wo warst du? Oh, ich hatte den Brief von Frau Pless vollkommen vergessen. Habe ich schnell noch zur Post gebracht. Sie, auf der Post habe ich nicht gefragt. Das habe ich vergessen. Komm, test dich, mein Junge. Komm. Komm, still. Wilma schläft doch nebenan. Woher weißt du das? Na, wo soll sie denn sonst schlafen? Woher weißt du, dass sie überhaupt schläft? Dass sie überhaupt schläft, weiß ich ja nicht. Ich nehme an, dass sie schläft. Das weißt du nicht, das nimmst du an. Das macht es. Also ich freue mich, dass du da bist. Und dass du ja. da bist, freue mich. Komm, gehen wir auch mal. Komm mit. Leise, komm, leise. Setz dich hin, mein Junge. Setz dich hin. Mach dir recht gemütlich. Sitzt du bequem? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Was ist denn mit dir los? Was willst du eigentlich von mir? Ich möchte das mit dir trinken. Ja, wollen wir nicht gelegentlich auch mal schlafen gehen? Warum denn? Da schlafen ja schon so viele. Die meisten schlafen ja. Nee, wir bleiben zusammen. Weißt du? Sieh doch mal diese herrliche Nacht. Sind sie zauberhaft, die Lagune hier drüben, die Insel, wie? Ja, ja. Zauberhaft. Eben Venedig. Ich will heute wieder mal rüberfahren und mein Glück versuchen. Es ist zwar miserables Wetter bei dem Sonnenschein, da beißt ja doch wieder nichts an. Aber ich möchte mit diesem Schmitz nicht zusammentreffen. Dieser alte Fuchs, der soll von unseren Verhandlungen noch nichts erfahren. Oh, das wird ja auch kaum möglich sein, Herr Direktor, denn die Herren kommen jetzt in 3 Tagen. Sagen Sie mal, Sie sind wohl noch übrig geblieben von gestern Abend. Sie waren wohl ja nicht im Bett, Freund. Doch, natürlich, das heißt nicht ganz. Ich habe bei einem Freund geschlafen im Korbstuhl. Oh, ein Freund. Korbstuhl. Ja. Darf ich Ihnen helfen, Herr Direktor? Nee, wir leider fahren. Das Haus über die Klinge, da was kommt natürlich keine Ahnung. Ja. Das ist ja wohl die Köbele, sitzt doch immer noch davor. Wozu brauchen wir eigentlich 2 Damen hier? Ich meine, die Plätze ist doch vollkommen aus. Ja, Herr Direktor, was vor dem Plätze anbelangt, da wollte ich Ihnen schon lange was sagen. Außerordentlich tüchtige Dame. Ja, das war direkt eine Freude mit dir zu haben. Das muss ich Ihnen sagen. Ich wollte alle unsere Damen wieder. Ja, so aber die Sache ist nämlich. Nein, die Sache ist die, geben Sie doch Köbele 2 Tage Urlaub. Ja. Soll so ein bisschen in Venedig rum. Ja. Und dann schicken Sie nach Haus. Und damit ja, Sie sich tröstet, wenn Sie sich ärgert, geben Sie einen Schlafwagen. Ja, dann freut Sie sich wieder. Ja. Hallo. Aber Herr Direktor, ist doch vollkommen erwartet. Hallo, Camieriere. Naja, ist ja egal. Sache wird sich ja schon aufklären. Frau Köberle, kommen Sie doch mal rein. Der Alte schon vor? Ja. Seit wann ist er denn überhaupt wieder da? Ach, seit gestern Abend. Was meinen Sie, was sich hier noch alles abgespielt hat? Der hat ja noch diktiert. Ja, wem hat er denn eigentlich diktiert? Wer hatte das überhaupt geschrieben? Das habe ich im Papierkorb gefunden. Anscheinend hat er einen Vertrag diktiert. Ja, das ist ja eine schöne Bescherung. Das ist doch kein Vertrag, das ist ein vertippter Anfang, war da nichts.
Na, dann sehe ich auch, dass das ein vertippter Anfang ist. Aber es ist doch logisch, dass ein neuer Vertrag geschrieben worden ist. Ist das logisch? Na, wenn es nicht logisch ist, so ist es doch immerhin möglich. Was möglich ist, ist doch nicht immer logisch. Kennst du Kant? Was hat das mit Kant zu tun? Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass ein Vertrag geschrieben worden ist. Ein Vertrag, der unter allen Umständen vorläufig noch geheim bleiben muss. Wer soll hier im Hotel Interesse an einem Parfumgeschäft haben? So, ach so. Und Direktor Schmitz, die Konkurrenz, der ehemalige Teilhaber von Wien, hat es wohl gar nichts, was? Stopp, hey! Das ist mein Essen, du Lump. Stopp! Hier kommst du her! Grazie. Prego, prego. Das ganze Geschäft kann deiner Firma die Binsen geben, die kleine Rede. Die darf eben nicht reden. Wie stellst du das vor? Eine Frau, die nicht redet, die gibt's ja gar nicht. Ja, wie könnte man sie denn nur stumm machen? Ich wüsste ein Mittel. Ich meine, da gibt's eine Möglichkeit. Na bitte. Du darfst sie eben nicht mehr von der Seite weichen. Du musst sie auf Schritt und Tritt begleiten. Das ist eine glänzende Idee. Aber Menschenskind, Peter, wie soll ich denn das machen? Schmeiß doch meine ganze Zeiteinteilung über den Haufen. Ich habe mich doch mit Wilma verabredet, um sie zur Probe zu begleiten und nachher mit ihrem Lido zu essen. Ja, da kann ich dir leider nicht helfen. Das musst du mit deinem Gewissen ausmachen. Wo kommst du denn her? Na, das ist ja eine schöne Bescherung. Stopp, mein Schirm! Stopp! Ja, nun sag mir, was bringst du denn da wieder an? Das ist ja unglaublich. Na, sagen Sie mal, macht er das immer so? Ja, leider. Entschuldigen Sie bitte. Oh, bitte schön. Wissen Sie, das ist ein gemeingefährliches Subjekt. Aber bitte bleiben Sie dort sitzen. Danke. Der hat mir mein ganzes Mittagessen, das habe ich... Was, Sie frühstücken schon wieder? Sagen Sie mal, das ist aber doch gar nicht inbegriffen in unserer Pension. Ich glaube wirklich, Sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Ich habe doch den ersten Preis gewonnen. Annemarie Pless aus München. Fräulein Pless. Mhm. Sehr angenehm. Schmitz. Ich weiß, Schmitz, Paul Buchhalter aus Köln. Ach, jetzt wird mir manches klar. Ja, aber Herr Schmitz, haben Sie vielleicht geglaubt, ich bin mit Ihnen anwandeln? Oh nein. Na, haben wir nicht ein Glück gehabt. Ja, besonders ich, da ich die erste Preisträgerin in Ihnen kennenlerne. Aber wir brauchen den anderen von unserem Glück ja nichts zu sagen. Ja, das ist nicht fabelhaft, wie wir hier aufgenommen werden. Ja. Und Ihren Struff haben Sie auch noch mitnehmen dürfen? Ja, ja, wieder ausgezeichnet verpflegt. Na, also das scheint mir nicht ganz ausreichend zu sein, indem man sich an meiner Esstüte vergriffen hat. Das hat er. Oh, da müssen Sie entschuldigen. Darf ich Sie vielleicht zum zweiten Frühstück einladen? Nein, um Gottes Willen, Herr Schmitz, was denken Sie denn, für zwei Personen ist das immer gleich so teuer? Ach, wissen Sie, etwas Erspartes habe ich mir ja mitgebracht. Nein, nein. Aber im Hotel heute Mittag, da können wir doch zusammen essen. Aber furchtbar gern, aber nur das Übliche, keine Extratouren. Guten Morgen, Herr Doktor. Wen suchen Sie denn? Guten Morgen, gnädiges Fräulein. Ich suche Sie. Morgen, gibt es wieder was zu schreiben? Aber nein, um Himmels Willen, ich würde es ja nie wagen, Sie wieder zu belästigen. Aber ich dachte, ich könnte Ihnen ein bisschen Gesellschaft leisten. Oh, so was. Wohnen Sie hier? Ja. Ich meine, es muss sich doch irgendjemand um Sie kümmern, damit Ihnen nichts passiert. Ach, was soll mir denn schon passieren? Sagen Sie das nicht. Hier laufen eine ganze Menge gefährlicher Leute herum. Nein. Hochstapler, gewerbsmäßige Herzensbrecher und so weiter. Apropos, wie war denn die Gondelfahrt gestern? Oh, wunderbar, wirklich schön. Haben Sie mich denn gesehen? Hm, Sie und mein Freund, den Peter. Da muss ich Ihnen übrigens noch besonders danken, dass Sie mich mit dem bekannt gemacht haben. Das ist so ein großer Künstler. Ja, das ist er. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein ganz großer Künstler. Bitte! Ich kann mir deine Wut, ich kann
Was ist denn? Ich könnte doch wohl noch eine Kollegin in der Garderobe besuchen können, nicht wahr? Ich sag hier gar nichts. Schlechtes Gewissen, mein Liebling. Ich hab doch gar nichts dagegen, wenn du auch als Wilmas geschiedener Mann gewohnheitsmäßig in ihren Sachen herumschnüffelst. Ich schnüffle ja gar nicht. Hab mein Leben lang nicht geschnüffelt. Anderen Text. Wie hieß es doch bei dir? Treu sein, das liegt mir nicht. Ich glaube, es liegt gar kein Grund vor, es in einem derart anzüglichen Ton zu sagen. Männer nicht so tragisch nehmen. Du, es wird Zeit. Ja, ja. Also auf Wiedersehen, ihr Lieben. Was habe ich denn da? Mein Hut. Ach, komm, komm, hilf mir die Maske um. Ja. Hier stürmen wir doch. Na, sag mal, wann habe ich wirklich meinen Seitensprung gemacht? Na, und damals die kleine Rheinländerin. Hm? Wie ich Gesangunterricht gab und du dazu kamst? Ja, damals habe ich sehr gestört, nicht wahr? Aber konnte ich denn ahnen, dass der Unterricht auf deinem Schoß stattfand? Es waren Atemübungen. Ha. Du weißt ganz genau, dass alle Anfänger falsch atmen. Mhm. Man muss ihnen erst mal klar machen, dass sie außer einer Brust auch noch einen Zweispiel haben. Ja, aber bei dieser deiner Methode wäre diese junge Dame nie für die Oper reif geworden. Vielleicht für Wiegenlieder, ne? Ach, du willst mir ja nicht glauben. Ach, Peter, wie gern hätte ich dir geglaubt. Aber du hast mir jede Möglichkeit dazu genommen. Ich habe mich auch mit der Scheidung von dir überrumpeln lassen. Ich habe mich viel zu wenig verteidigt. Zu viel, Peter, zu viel. Naja, oder auch zu viel. Ich bin da kein Jurist. Niki wird es leichter haben, jedenfalls. Niki wird es gar nicht nötig haben, mich zu überzeugen. Denn Niki ist von Natur aus toll. Kennen Sie denn den? Na, aus dem Hotel, der wohnt doch bei uns. Ja, leider. So leider, das ist ein sehr netter, harmloser älterer Herr. Harmlos? Na, euer Anwalt, ich warne Sie. Mein Lieber, ich kenne mich aus mit den Männern, das bringt schon meinen Beruf mit sich. Ach, einen Beruf haben Sie auch? Natürlich. Was denn für einen? Na, für was halten Sie mich denn? Für ein sehr nettes, tüchtiges, junges Mädchen, wahrscheinlich reich, sehr verwöhnt. Stimmt, genau. Genauso reich und verwöhnt, wie so eine kleine Münchner Stenotypistin vom Stiegelmeier Platz sein kann. Stenotypistin? Ach du mein... Was ist Stenotypistin? Sie glauben mir wohl nicht, nein? Frau Annemarie, das können Sie mir nicht erzählen. Ich bin nämlich berühmt wegen meiner Menschenkenntnis. Ach, da wollen wir die berühmte
Menschenkenntnis mal gleich auf die Probe stellen. Bitte. Wer ist denn der Herr mit dem Hund? Dann kann ich Ihnen ganz genau sagen. Bitte warum? Ein Hundebesitzer. Ein ganz gerissener Duftwasserfabrikant. Typischer Fall von Generaldirektor. Hallo. Wiedersehen, bis gleich. Ja, bis gleich. Ja? Was machen Sie denn heute Nachmittag? Oh, eine Menge. Gemäldegalerien, Leihkammern, Dogenpalast besichtigen etc. Na, ist das nicht ein bisschen reichlich bei der Hitze? Ich würde mich doch lieber etwas ausruhen. So ein Seebad strengt doch immerhin an. Nö, mich nicht. Ich fühle mich wie neugeboren. Ich möchte möglichst viel von Venedig sehen. Überdies, der typische Fall von Generaldirektor. Hat mir schon angeboten, mich zu führen. Ach, Frau Annemarie, das gebe ich auf gar keinen Fall zu. Also wenn hier einer führt, dann führe ich. So?